Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot, der Zorn des Raab auf Germanisch. Und ich bin nicht Alex, wie man hört, sondern wer bin ich denn? Du bist der Rick, der Super Flash Crash. Ja, genau. Er ist wieder im Lande, der müde Berliner. Wie der Dave so schön gesagt hat. Ja, ne? Zu Recht. Ach, herrlich. Teilweise. Zu Recht? Ach, guck mal an. Gibt also doch noch irgendwelche Richtigkeiten an der Aussage. Ja, jede Geschichte hat ein Stückchen Wahrheit. Wissen wir, ja? Das ist wahr, ja. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei Smokey und das Bandicoot und ich hatte doch tatsächlich noch geschafft, die Kisten einzusammeln, aber mir fehlt noch der Kristall, weil ich nicht Erster geworden bin. Ach nee, das geht doch nicht. Das geht nicht, nee. Deswegen wollen wir da mal ganz schnell rein und versuchen, den ersten Platz zu ergattern. Das könnte allerdings ein bisschen dauern. Ich glaube, da waren diese dummen Kugeln, die waren so ein bisschen blöde platziert. Da muss man ein bisschen komisch in die Kurven reingehen. Dumme Kugeln? Ja, ja. Meinst du die Gegner, ja, oder was? Nee, die Kugeln. Ich hatte Kugeln verstanden. Die Kugeln, weißt du? Na, ich bin so Berliner gewohnt, da sagt man Kugeln, wegen Kugeln. Ne? Achso, Kugeln, ja, verschluckt man das G gerne. Ja, natürlich, macht man ja immer. Ganz nebenbei so. Jawohl. Ach ja, die Ladesequenzen sind immer wieder sehr schön. Und ich habe heute auch ein bisschen Zorns Cortex gespielt, privat. Ach, guck an. Vor einer Stunde. Guck an, ja. Und da habe ich den ersten Warp-Boom mal gemocht. Ja, wahrscheinlich ratzfatz mal eben. Nun, Dreiviertelstunde gebraucht. Oh, ich hätte X drücken sollen. Oh, wollte gerade sagen. So, das Gute ist, ich brauche jetzt ja nicht auf die blöden Kisten achten, obwohl wahrscheinlich kriegst du das trotzdem alle. Und schön ist auch, dass der mich nicht vorbeilässt, der Penner hier, Dingo. Du Penner! Du musst im Leben auf deine Kisten achten. Oh. Genau, ja, das kam auch in irgendeinem Let's Play vor, das weiß ich noch. Crash 1. Bei Crash 1 war das so. Ja. Gab's hier Bremsknopf? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann hab ich ihn nicht mehr. Viereck, glaube ich. Ich bin das nicht. Ja, ich glaube, hat geklappt eben. Oh, aber. Boah, guck mal an, es läuft doch wie am Schnürchen hier! Allgemein, die Fahrphysik ist eigentlich nicht so dolle, aber doch irgendwie spaßig, finde ich. Also, da hatten sie sich bei den richtigen Rennspielen wie Crash Team Racing zum Beispiel viel mehr Mühe gegeben, aber ist auch logisch, ja. Das ist ja auch ein reines Rennspiel. Ja, das ist, da würden wahrscheinlich die Jump'n'Run-Passagen vernachlässigt werden. Wenn es da welche geben. Genau. Naja. Ja, sowas meine ich, guck, sowas meine ich, die ist sowas von blöde platziert. Ja, das ist ziemlich scheide, ne? Okay. Ziemlich bescheiden. Kann man hier. Nee, Checkpoints gibt's hier zum Glück nicht, kann man sagen, ja. Nee, Checkpoint. Das ist das Gute, weil sonst müsste ich ja jedes Mal das Level neu starten. Das wäre ja nervig bei den Ladebildschirmen. Ja, das stimmt. Also einfach nur draufhalten. Aber in den ersten und vierten Level, im ersten Warp-Room, da richtig verkackt. Ja. So, ne? Nee, das ging ja nicht. Mhm. Im vierten Level bin ich dauernd gegen die Fledermäuse gekommen. Ja, da hatte ich auch Probleme mit. Die Fledermäuse und die Zauberer an sich, der hat's mir auch angetan. Aber ich bin ja so clever und habe während der Todessequenz dann gleich auf Zeitsprungraum gedrückt. Ach so. Sag mal, warst du nicht derjenige, der mir erzählt hat, dass es bei Crash 6, also diesem hier, ich sag mal Crash 6, dass es da halt immer nur ein Bogenlevel gibt? Hattest du mir das nicht gesagt? Also ich habe auf jeden Fall schon zwei jetzt erlebt. Es gibt sogar noch einen im geheimen Warp-Room. Ach so. Irgendwer hatte mir erzählt, da gibt's nur einen. Und da habe ich immer noch gesagt, nee, das stimmt doch nicht. Nee. Ich weiß bloß nicht mehr, wer mir das weiß machen wollte. Es gibt noch ein Koko-Level. In der Burg? Jo. Das weiß ich grad gar nicht. Und bei den Koko-Leveln solltest du auch warten, bis du die Rennfähigkeit hast, weil mit Koko kannst du ja auch sprinten. Ah ja, ja gut, da habe ich auch noch keine Reliktsuche gemacht. Habe ich bisher nur in den Flugzeug-Leveln gemacht, das mit dem Relikt. Ja. Da, guck, hier wäre jetzt wieder eine Kurve gewesen, wo ich wieder fast reingefallen wäre. Aber ich muss den Penner noch kriegen da hinten. Irgendwie. Ich glaube, im Kugellevel kannst du zum Beispiel nicht benutzen. Davon gibt es ja auch drei Stück, glaube ich. Den ersten in dem Dschungel, denn... Da gibt's im geheimen Level aber auch einen, verdammt! Hm, den meine ich, ist was? Ja der letzte. Ach nee, den gibt's vier. Ja, meine ich, ne? Mittelalter gibt's noch, Eis und dann halt im Weltall, ist im geheimen Warp-Room. Genau, weil Weltall weiß ich, das war das letzte. Mit der Credits-Musik. Aber jetzt haben wir schon gespoilert. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ah, dann vielleicht gucken ja hier welche zu, die das Spiel noch gar nicht kennen. Die sollen sie zum Zweifel schämen. Nee. Ja, ja, genau. Mach dich mal wieder beliebt. Ja, Dölle. Muss ja. Ja. Ah. Übrigens an dieser Stelle mal schöne Grüße an Dave. Der hat momentan das unglückliche Los, dass er kein Internet hat. Falls ihr euch gewundert habt, dass er schon jetzt 4 oder 5 Tage mittlerweile keine Videos mehr hochgeladen hat.
Irgendwie ist in seiner NRW-Region, da wo er gerade zu Hause ist, das Internet total futsch und die sind daran dabei, das zu regeln. Deswegen hört man momentan nichts von ihm. Das ist aber allein die Schuld von Unity Media. Das weiß ich nicht, an wem das liegt. Keine Ahnung. Hat er, glaube ich, gesagt. Ja? Mhm. Ach so. Okay. Ja, jedenfalls wird das bald hoffentlich wieder besser. Ich wollte ihn erst anbieten, dass ich ein Infovideo hochlade, wo ich das erkläre, aber bis das hoch ist und das fertig ist, hat er wahrscheinlich schon wieder Internet. Von daher habe ich es mal gelassen. Und selbst wenn ich das jetzt hier gerade preisgebe und ihr das hier hört, ist das wahrscheinlich schon wieder behoben, das Problem. Nein! Doch. Da war wieder der schizophrene Alex, weißt du? Ja, natürlich. Ah, und jetzt kam wieder der Cyborg Alex. Nein! Och, Mann! Das war jetzt aber... unnötig. Unnötig? Ja, total. Hast du das nicht gesehen? Nee. Was? Ich hab gerade noch was geschrieben. Das gibt's ja wohl nicht. Der Gastkommentator guckt nicht mal hin, wenn ich hier sowas... Natürlich, guck doch gerade. ...einzigartiges hier gerade darbiete. Das war... Ich seh's ja später. Sieht sogar der noch besser mit Sound und so. Ne? Ja, der hat mich einfach nicht vorbeigelassen. Normalerweise wäre ich eben Erster gewesen. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, normalerweise, ne? Das sind aber hier keine normalen Umstände, du. Nee, das ist wohl wahr. Wir nehmen übrigens jetzt mal nachmittags auf. 2 Uhr. Ja. So ungefähr. Ja. Und das ist auch, glaube ich, vorteilhafter für dich. Ich war heute Morgen eigentlich schon recht wach. Ja? Muss ich sagen, ja. Immerhin. Mal was außergewöhnlich hätte. Ja, das ist etwas. Weil ich habe immer das Problem, wenn ich zu wenig schlafe, bin ich müde und auch wenn ich zu viel schlafe. Das ist immer so. Ja. Du darfst nie zu viel schlafen. Das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn du zu wenig schläfst. Ja, aber dann habe ich den Bock, den ganzen Tag zu schlafen. Da war ich immer so. Ah, war auch mal. So, jetzt muss ich es hinkriegen. Komm. Da habe ich am Nachmittag mal geschlafen lass und mich dann... Lass mich vorbei! Ja! Nein! Nein! Ach du Assi! Schon wieder! Das geht's doch nicht! Kann doch nicht sein. Da habe ich mich am Nachmittag mal hingelegt. Ja. Denn bin halbe Stunde wieder aufgewacht. Oh. Da guckt mich meine Mutter ganz verdutzt an. Sagt sie, jetzt hier wieder gut. Wo ich mir denke, jetzt, was war denn? Wo ich denn irgendwie, hat sie gerade Mittag gemacht und da hab ich irgendwas gestottert von wegen Salami-Toast. Ach ja, warum nicht? Irgendwie eine halbe Minute überlegt und dann Salami-Toast. War das zufällig ein sehr heißer Tag? Nee. Vielleicht hast du einen kleinen Hitzeschlag gehabt oder so. Das war ja vor ein paar Wochen. Okay, da war es noch nicht so heiß, ne? Nee. Aber jetzt ist, muss ich sagen, schönes Wetter. Und ich muss sagen, bei geilem Wetter habe ich immer Bock zu zocken. Es soll an diesem Wochenende bis an die 20 Grad Grenze und vielleicht sogar darüber hinausgehen. Also zumindest hier in der Region. 36 Grad und es wird noch heiß. Bei den Niedersachsen. Jo. Jawohl. Oh, guck mal. Erster. Ja, jetzt muss ich jetzt nur noch irgendwie nach Hause fahren. Vor dir war ja da gerade eben der Tropi. Ach so, das habe ich gar nicht. Da achte ich, wie gesagt, gerade gar nicht drauf, wer das hier ist. Nicht wie Dennis immer sagt, Trophy, ne? Sagt der Trophy? Ja. Ja, gut, auch nicht schlecht. Guck mal! Ja. Er kann's, der Alex, er kann's! Ausnahmsweise mal. Tatsächlich. Ah, guck mal, wir haben im ersten Part sogar was erreicht. Ich bin begeistert. Und der ist ja noch nicht vorbei. Nee. Es geht noch weiter. Ich bin begeistert. Der ist ja bisher noch keine 10 Minuten alt. Richtig. Das ist ja... Ich freue mich übrigens, dass du wieder mal dabei bist. Das ist gut, dass es geklappt hat. Ich freue mich auch. Du darfst auch gerne bei den kommenden Crash-Projekten wieder dabei sein. Ist ja auch dein Steckenpferd. Ja, natürlich. Immer wieder gerne. Oh. Oh. Wie sieht es denn eigentlich bei Crash Bash aus bei dir? Hast unterbrochen momentan, ne? Ja, es pausiert. Gerade weil... Die Verzweiflung ist doch höher, als man annimmt. Ja. Mhm. Und ich kenne das. Ich bin auch sehr demotiviert, deswegen halt ja Donkey Kong Country Returns und Sonic Unleashed. Das läuft aber auch sehr gut, muss ich sagen. Das gucke ich gerne, macht auch richtig Spaß. Aber, guck mal. Aber leider kam ich ja nicht zum Aufnehmen die letzten Wochen. Ja. Das ist ein bisschen. Die Eskimo-Rolle. Da haben wir doch den Schneelevel mit der Kugel. Und da kann ich dir auch noch was sagen zum Warproom. Ja. Nämlich, ja, bitte. Kurz bevor du da weggeportet wirst, wenn du dich da drehst, dann bleibt diese Spur, wenn du weg bist. Also beim Reinspringen drehen praktisch, oder wie? Nee, einfach nur, brauchst eigentlich nur drinstehen und kurz bevor du weg bist, einfach mal drehen. Okay, das muss ich gleich mal ausprobieren. Das hat nicht alles Gift. Ja, aber echt. Hier bringt einen aber Coco nichts im Warbloom, ne? Also in Teil 3 konnte man sich ja den letzten Edelstein zum Beispiel bei ihr abholen. Nee. Sowas macht sie hier nicht, ne? Hier bringt die Schlampe einem nichts, ne.
Sehr schön. Bist du auch so ein Coco-Level-Hasser? Also ich muss sagen, ich mag die sehr gerne, die Jump'n'Run-Level mit Coco. In die Jump'n'Run-Level finde ich eigentlich ja nicht so übel, wenn da bloß nicht Coco wäre. Wieso, was ist denn daran so schlimm? Ich mag den Charakter einfach nicht. Ihre Haare sehen aus, als wären sie total vollgepinkelt und sowas mag ich nicht. Oh, sehr gut, Alex. Ja, da kann der Crash erstmal baden gehen. Ja, diese heißen Thermen tun bestimmt gut bei der Kälte. Ah, ich weiß ja schon, was der Markus da sagen würde. Oh. Geysir oder was? Nee, hier dazu würde er einfach sagen, geh baden! Achso, stimmt, richtig. Sein Standardspruch. Ja, hat er ja viele. Ja, das stimmt wohl. Sag mal, du bist ja auch ein Zuschauer von mir, kann man ja sagen, ne? Fast. Fast. Hab ich eigentlich, man selbst merkt das ja nicht, hab ich eigentlich irgendwelche Redensarten oder so, die ich ständig wiederhole, wo du denkst, ach komm, typisch Alex-Spruch hier oder so? Hab ich da was? Ich selbst wüsste das jetzt gar nicht so. Abgesehen jetzt von meiner Verabschiedung oder so, das ist ja dann mal Standard. Nur eigentlich nicht. Nicht. Wenn ich mal überlege. Wüsste ich jetzt auch so nicht. Dave hat aber auf jeden Fall seine. Ja, da hat so seine Ausdrücke. Mit seinen Abfrühstücken, das hat er ja ganz oft, das habe ich ja schon halbwegs übernommen. Oder halt auch das unbeglaubenshafte Werte, ne? Ja, und er geht auch immer daher und er geht nie dahin. Er geht immer daher. Ja, stimmt. Und wo kommt er denn her? Und wo müssen wir denn her? Das finde ich immer so. Wo müssen wir denn jetzt her? Ich würde sagen, wo müssen wir denn hin? Ich finde, das klingt immer so merkwürdig. Jedes Mal, wenn er das sagt, denke ich, Mensch, warum? Das ist so, es klingt so fremd in meinen Ohren. Ja, bei mir wo auch. Wo müssen wir denn jetzt her? Das hört sich so falsch an. Ja, da können wir auch noch her. Das hört sich so undeutsch an. Ja, ich finde das irgendwie komisch, aber scheint ja richtig zu sein. Also er ist ja der Deutschprofessor, also ich will da nichts gegen sagen. Oh. Ja. Aber die Nitro-Kiste hat was dagegen. Die hat auf jeden Fall was dagegen, ja. Immerhin hatte ich schon mal einen Checkpoint erreicht. Weißt du, erwartet uns hier noch ein Jump'n'Run-Level? Ich glaube ja, oder? Bin ich jetzt im dritten Warp-Loop? Ja. Ah, ich weiß nicht, es wird auf jeden Fall weniger mit Jump'n'Run-Level, ja. Hattest du schon den Technik-Level in diesem... hier? Technik, welchen meinst du jetzt genau? Na, in diesem Warp Room. Der so ein bisschen kanalisationsmäßig ist? Nee. Diese? Nee, den habe ich ja schon gesehen. Ja, da gibt's aber auch einen zweiten von, oder nicht? Ja, doch, glaub schon. Nee. H2O9 war doch so eine Mischung aus Wasserlevel und Technik-Level. Ja, nee, ich meine jetzt hier im dritten Warp Room. Schon wieder die gleiche Kiste. Weil ich meinte, das war der letzte Level, wo du denn mit so einem kleinen, was ist das, ein Helikopter-Rucksack oder so fliegen musst? Ach, den! Diese Jetpack-Level da. Ja, der kommt jetzt, glaube ich, dann beim nächsten. Aber den mache ich eigentlich sehr gerne, den finde ich cool, muss ich sagen. Den fand ich immer richtig cool. Da gibt es ja auch Power of Rings, gab es ja im dritten Teil, ne? Was ja eine Hommage war an eins der ersten Spiele von Naughty Dog. Moment, Power of Rings? Das erklär mal bitte, da habe ich jetzt gerade gar nichts von verstanden. Die Power of Rings. Ne, vom dritten Warp Room, nicht vom letzten Warp Room da, der geheime in Crash 3. Achso, wo man durch diese Ringe fliegen muss da. Ja. Da gibt's ja auch so ein Level hier in dem Spiel. Und auch im geheimen Warp Room. Das wusste ich gar nicht mehr. Da musst du denn mit diesem Helikopter-Pack fliegen. Gegen den Eisbären. Gegen den Eisbären? Was mach ich denn hier? Gegen den Eisbären? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaub dir das. Ich finde hier. Und wenn das einer weiß, dann. Nein! Ich finde hier auch ein bisschen schade, dass in den gleichen Levelarten nicht die gleiche Musik verwendet wurde. Das senkt den Wiedererkennungswert so ein bisschen. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Aber allgemein ist jetzt, ach man, ist jetzt die Musik aus diesem Teil, finde ich jetzt nicht unbedingt die herausragendste Musik. Also es gibt ein gewisser Level, wo die Musik echt stimmig ist, da kommen wir nachher noch zu. Ein bestimmtes Coco-Level finde ich die Musik nämlich zum Beispiel sehr geil. Das mache ich hier bloß. Ja, Coco? Das ist das, wo man vor der Lawine weglaufen muss. Ach so, ja. Und das Coco-Level, das finde ich hat eine richtig geniale Musik. Die gefällt mir richtig gut. Zum Beispiel. Ja, die ist ganz nett. Oder auch die von Goldfieber. Finde ich auch eigentlich ganz nett. Die hatte so ein bisschen Western-Mucke, ne? Ja, ich muss es hören, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Kommt ja erst im letzten Warp Room. Ist da der erste oder zweite Level? Ich glaube, der zweite, der... Wohl, war das der erste mit diesem Vulkan da, mit den Papageien und so? Ah, das ist auch cool, ja, das ist ein richtig geiles Level. Hat aber auch eine geile Musik. Hat so ein bisschen Dino-mäßig was für mich. Urzeit. Bloß mit Krabben und Papageien. Genau! Da ist eine Kiste! Los, ja, ich will ja haben, du! So. Ah, sehr schön. Bloß nicht schnell hier runterrutschen. Ja, ich hätte mir vor Druck fast in die Hosen gekackt. Wie geht's? So, da oben ist ein Leben, was ich gerne haben möchte. Ich muss mir das Leben nehmen. Ja.
Ne, Alex braucht wieder ein Leben, er hat nämlich gerade keins. Genau. Aber solange er nicht das Ende hört, ne? Das kommt bestimmt auch nochmal vor. Obwohl dieses Spiel, doch, in diesem Spiel kann man das Ende, glaube ich, auch rechtzeitig hören. Ja, so ein Das wird eigentlich so ein Rauschen. Genau.